Kriselnde Ansbacher empfangen formstarke Pippinsrieder. Die Favoritenrolle kann der Aufsteiger also getrost den Gästen in Weiß zuschieben. Denn seit dem Überraschungserfolg gegen die Bayern am zweiten Spieltag wartet die Spielvereinigung Ansbach auf einen Dreier. Der FCP hingegen reist mit dem Selbstvertrauen von 4 Siegen in Serie in den Xaver Bert Sportpark. Die erste gute Gelegenheit hatte dennoch Ansbach. Michael Speer hat bei der Ballmitnahme aber Probleme, gerät dann unter Bedrängnis und kann Felix Thiel im Pippinsrieder Gehäuse nicht überwinden. Die Ansbacher schafften es bei den Angriffsbemühungen der Gäste zumeist irgendwie noch ein Bein dazwischen zu bekommen und wurden selbst immer wieder offensiv gefährlich. In der 23. Minute setzen sich die Hausherren in der gegnerischen Hälfte fest. Tobias Dietrich legt ab auf Rico Manz, der knallt aus rund 25 Metern drauf und trifft sehenswert ins lange Eck. Was für ein Strahl von Manz, Thiel bei dem Aufsetzer ohne Chance. Und die Truppe von Christoph Hasselmeier war bemüht nachzulegen. Bernhard Marome verteidigt da viel zu passiv gegen Speer. Thiel macht die kurze Ecke nicht zu und dann hat der FCP ganz viel Glück, dass der Schuss des Angreifers nur an den Pfosten geht. Da hätte gut und gerne das 2:0 fallen können. Genauso auch in der nächsten Situation. Sowohl Daniel Schnellhorn als auch Philipp Kreuz verpassen den Moment des Abschlusses und verdaddeln so diese Riesenchance. Die Angriffsbemühungen der Pippinsrieder sahen im Übrigen so aus, Torhüter Sebastian Heidt hatte bis dato also einen entspannten Abend. In der zweiten Hälfte übernahm Ansbach von Beginn an das Kommando, ähnlich wie kurz vor der Pause wartet Kreuz aber zu lange mit dem Schuss und so kann Thiel letztendlich parieren. Sein Gegenüber Heidt im Ansbacher Kasten bekam ja bisher nicht wirklich viel zu tun und der Keeper war vielleicht auch deshalb nicht vorbereitet auf den Schuss von Spielertrainer Jelisic, dem er nur noch hinterher schauen konnte. Die Kugel klatscht an die Latte, die Hausherren im Glück. Doch die Spielvereinigung war grundsätzlich näher am 2:0 als die Gäste am Ausgleich. Thiel passt nach rund einer Stunde gut auf, ansonsten hätte Speer den Ball womöglich noch vorbeispitzeln können. Und auch wenig später ist der Torwart beim Freistoß von Schnellhorn zur Stelle. Speer setzt den Nachschuss dann über den Kasten. Thiel hielt seine Mannschaft also im Spiel, da aber seine Vorderleute nicht mehr wirklich zwingend zum Abschluss kamen, sichert sich Ansbach den zweiten Saisonsieg vor den über 1000 Zuschauern. Ja, ich glaube, dass es über 90 Minuten auf jeden Fall ein verdienter Sieg ist. Wir hatten, denke ich, eine Vielzahl an Torchancen, haben heute ganz wenig zugelassen. Beim Lattenschuss in der zweiten Halbzeit hatten wir Glück. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht, viel Kontrolle gehabt. Und nach vorne, wie gesagt, hätten wir doch das ein oder andere Tor mehr schießen können. Ja, wir sind jetzt einfach erleichtert, dass es jetzt heute endlich einmal gereicht hat. Die letzten Minuten waren immer noch waren spannend. Es steht 1:0, es ist, bleibt dann halt doch offen. Aber ja, wir haben es rüberzogen und ich bin auch recht stolz auf die Jungs, weil ja doch die Anzahl an Spielen zurzeit nicht ohne ist. Kein gutes Spiel von meiner Mannschaft. Von der ersten bis fast zur letzten Minute. Ansbach hat alles reingeworfen, hat gekämpft, gefightet, so wie sich's gehört. Das haben wir sogar vermissen lassen. Im Spiel mit dem Ball natürlich auch schwer. Das Geläuf war nicht so, wie wir es erwartet haben. Der Platz war schwer zu bespielen. Der Ball ist nicht schnell gelaufen. Ansbach hat sich aufs Kontern fokussiert und hat es dann auch sehr gut gemacht. Bis auf den Lattenknaller hatte Pippinsried kaum Gelegenheiten. Daran konnte auch der in der Halbzeit eingewechselte Top-Torjäger Halit Yilmaz nichts ändern. Ansbach hingegen stand defensiv hervorragend und hat sich den Sieg mehr als verdient, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher ausfallen hätte können.